liebe Delegierte, ich bin vor circa 4 Jahren da gestanden, bin angetreten und ich habe mir damals die Frage gestellt, ob das dann nicht alles irgendwie ein bisschen zu groß ist für mich als 24-Jährigen. Heute bin ich überzeugt, es war völlig richtig, damals anzutreten, weil wir haben Wahlalter ab 16 und ganz viele Junge haben sich von der Politik nicht vertreten gefühlt. Und nämlich, es braucht Abgeordnete, mit denen man sich identifizieren kann und gerade eben, weil sie nicht so wirken wie die eigenen Eltern oder auch wie die eigenen Lehrerinnen und Lehrer. Ich hab in den letzten Jahren mehr als 100 Schulen besucht, habe mir dort Diskussionen gestellt, ich habe 3500 Junge durchs Parlament geführt, ich habe auch noch die ganzen Jugendwahlkämpfe in allen Bundesländern. Diese tausenden Gespräche, die ich da geführt habe, die haben mich einerseits im Parlament weitergebracht, aber ich habe auch verstanden, was das Gefühl meiner Generation ist. Meine Generation ist die erste, die nicht daran glaubt, dass es uns einmal besser gehen wird als unsere Elterngeneration. Wir sind aufgewachsen mit stagnierendem Wachstum, mit prekären Jobs, mit der Finanzkrise, mit dem Klimawandel. Und wir sind ein bisschen zur Generation Krise geworden. Und die neoliberale Politik, die gibt uns drauf die ganze Zeit Fake-Antworten, die nur ganz, ganz wenigen nutzen. Und nämlich andererseits, zum Beispiel, die Schule klappt nicht, ja, dann check dir Privatnachhilfe. Du findest keinen Job, ja, dann sei flexibler und sei leistungsbereiter. Du machst dir Sorgen um die soziale Sicherheit, nimm dir eine Privatpension. Unleistbare Mieten, dann ja, spar endlich und kauf dir eine Wohnung. Europa, Österreich zuerst. Wir Grüne, wir sind die solidarische Alternative zu dieser Spaltung. Und wir sind damit nicht allein. Es sagen 85% der Jungen, sagen, ohne Solidarität geht nichts im Leben. Und wir haben das auch gezeigt. Wir haben das gezeigt in der Flüchtlingshilfe, beim VDP-Wahlkampf, jetzt gerade vor kurzem wieder bei der Regenbogenparade. Meine Generation ist auch die europäischste bisher. Grenzen an Grenzen können wir uns gar nicht mehr erinnern und wir wollen uns das auch nie wieder nehmen lassen. Ich will mehr Europa haben, und zwar ein solidarisches Europa, wo alle Jungen eine Perspektive haben und einen Job haben und die Konzerne endlich ihre fairen Steuern dafür zahlen, damit das möglich wird. Meine Generation ist auch die umweltbewussteste Generation bisher. Ich meine, Donald Trump, der kann es sich vielleicht leisten, mit 71 Jahren den Klimavertrag zu skippen. Wir können das nicht. Wir brauchen keine dritte Flughafenpiste, sondern wir brauchen ein leistbares österreichweites Jugendticket, damit wir Jungen nicht mehr vom Auto abhängig sind. Und für meine Generation ist es auch völlig, völlig normal, dass unsere Klassenzimmer bunt sind, dass nicht alle in Österreich geboren sind. Wir brauchen keine extra Sonderklassen für Migrantinnen und Migranten, sondern wir brauchen eine gemeinsame Schule, die endlich allen Jungen Chancen gibt, nämlich völlig wurscht, wer ihre Eltern sind. Also, egal ob Umwelt, ob Europa, ob Feminismus, ob Gerechtigkeit, ob LGBTQ-Themen, dass meine Generation überall da einen Schritt weiter ist, das ist kein Naturgesetz. Das war harte, zache Pionierarbeit. Und zwar von euch da herinnen. Und dafür bin ich euch unendlich dankbar. Und genau da will ich weitermachen. Im Parlament, auf Social Media, auf der Straße, bei jedem Festival, in jedem Bundesland. Wir Grüne, wir waren seit 2013 bei jeder Bundeswahl die Nummer 1 bei den Jungen. Und ich will das gemeinsam mit euch dieses Mal wieder schaffen.
Wir werden dem Sebastian Kurz und seiner neoliberalen türkis angemahlenen Hetze die jungen Stimmen ganz sicher nicht überlassen. Weil unsere Zukunft, die wird mit grüner Solidarität gemacht. Dankeschön. Danke, Julian. Wer hat Fragen an den Julian? Ja, bitte. Lieber Julian, danke für die mitreißende Rede. Gestern in Oberösterreich ist die Frage mehrmals gestellt worden, heute noch nicht interessanterweise. Darum ist es gefragt worden, sowohl an die Bauern als auch an die Wirtschaft. Jetzt stelle die Frage an das junge Gesicht der Grünen im Parlament. Wie steht ihr zum bedingungslosen Grundeinkommen? Danke. Gibt es noch eine Frage an den Julian? Elfi. Ja, Julian, ich bewundere ja die junge Generation. Sie sind unsere Zukunft. Emanzipatorische Männerpolitik muss sich in der grünen Politik widerspiegeln. Und ein Männerbild, vor allem ein Männerbild, welches eine Flexibilisierung der Geschlechterrolle einbezieht. Das heißt, also, wie können wir dieses neue Männerbild in der grünen Politik darstellen und vertreten? Danke, Elfi. Gibt es noch eine Frage an den Julian? Dann bitte Julian zur Antwort. Gut. Und ich glaube, ich nehme dann auch noch die dazu, die schon gestellt worden sind. Das wäre mal wichtig. Genau. Also einerseits das bedingungslose Grundeinkommen. Ich muss sagen, ich finde die Diskussion zum Grundeinkommen ist ja eine, die jetzt echt schon eine Zeit lang rennt. Ich finde, dass die Fragen, die aufgeworfen werden, absolut richtig sind. Also das heißt, die Frage ist, was macht man in einer Gesellschaft, wo offensichtlich die Erwerbsarbeit weniger wird? Wie schaffen wir es, auch, da diesen Zwang rauszunehmen und das soziale Sicherungssysteme zu machen, die wirklich Sprungbretter sind? Ja? Aber ich finde, dass wir da als Grüne eigentlich ein sehr gutes Modell im Moment haben. Das ist die grüne Grundsicherung, die nämlich darauf baut, eine starke Grundsicherung zu haben, aber, und das ist, finde ich, der entscheidende Punkt, aber, dass du auch institutionell starke Institutionen hast. Weil das ist für mich ein bisschen die Frage, die beim Grundeinkommen noch offen ist, wie du das auch finanziell machen willst, dass du ein Grundeinkommen hast und starke öffentliche Institutionen. Weil ich finde, sowas sozusagen als Ergänzung fürs Grundeinkommen, dass du starke Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, dass junge Menschen eben gefördert, gebildet werden, dass du eine Chance hast, rauszukommen aus deiner sozialen Herkunft. Das ist etwas, wo es einfach, glaube ich, starke öffentliche Institutionen braucht. Und deshalb würde ich unser Modell dem da vorziehen. Zweiter Punkt, emanzipatorische Politik. Erstens probiere ich es in meinem täglichen Leben zu leben, ein moderner Mann des 21. Jahrhunderts zu sein. Und ich finde, dass man als Grüne da das wirklich, ich weiß nicht, auch vorleben müssen, gerade im parlamentarischen Prozess. Ich weiß nicht, ihr kennt ein bisschen mein Stil, einige von euch haben es mitgekriegt. Ich glaube, dass ich da schon ein bisschen ein neues Männerbild versuche reinzubringen. Und das ist mir ein Anliegen. Und ja, die anderen Fragen waren noch. Was fehlen würde, wenn du gehen würdest und ja. Wie du auf die Menschen zugehst. Genau. Übrigens, was mir noch eingefallen ist am Punkt Männerbild, was ich ja ganz zentral finde, ist da in Schulen anzusetzen. Also wir brauchen wirklich einen gendersensiblen Unterricht, der nämlich einerseits hilft jungen Mädchen, sich zu empowern, ihnen geholfen wird, dass sie ihren eigenen Weg gehen und sich auch von klassischen Rollenbildern lösen können und dass du aber auch für junge Männer, dass die ihren eigenen Weg gehen können und nicht in die vorgegebenen Muster dauernd reintappen, in die sie schon bisher reingegangen sind. Okay, das andere war, jetzt habe ich schon wieder vergessen, bitte noch einmal. Die Fragestellung, wie du auf Menschen zugehst und die andere Fragestellung, was fehlen würde, wenn du nicht im Parlamentsclub wärst. Ja, genau, was fehlen würde, wenn ich aus dem Parlamentsclub wäre. Die Frage ist, wer kümmert sich dann um die Jungen? Das wäre die Frage, die offen wäre. Ich glaube, ich habe mich sehr erfolgreich eingesetzt die letzten Jahre, habe mich da angestrengt.
und ich will weiter gute Jugendpolitik im Grünen Parlamentsclub machen und ich finde das auch sehr wichtig. Neue Zielgruppen, ich finde das ganz zentral, das ist etwas, was uns schon sehr beschäftigt, was mich sehr beschäftigt. Die Frage ist, wie können wir es schaffen, zum Beispiel Lehrlinge für die Grünen zu begeistern, sozusagen da auch einen Fuß reinzukriegen und sozusagen sie mitzunehmen bei der grünen Politik. Das ist keine ganz einfache Aufgabe, weil eben viele von uns ganz klassisch selbst von uns als Abgeordneten die Universität besucht haben, die Matura gemacht haben. Einerseits müssen wir organisationsintern die Leute fördern, wo wir wissen, okay, das sind von, die haben zum Beispiel Lehre gemacht. Andererseits müssen auch die Abgeordneten, die bei den Grünen tätig sind, versuchen, sich eben nicht nur um die Universität zu kümmern, nicht nur ums Gymnasium oder um die Schulen zu kümmern, sondern eben zum Beispiel auch über die Lehre. Das ist einer der Gründe, warum ich jetzt ab nächster Woche 6 Wochen Schnupperlehrling bin in 5 Betrieben, um auch das wirklich einmal zuzuhören und sehr in der Nähe zu sein beim Arbeiten von Lehrlingen, die Arbeitsabläufe sehe, so wie es die Regina Petrik gemacht hat im Burgenland. Mir hat das unglaublich gefallen und ich finde, das ist eine Möglichkeit, ein erster Schritt, um für mich zum Beispiel da wirklich mehr Gas zu geben, wenn es darum geht, Lehrlinge für die grüne Politik zu gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke, Julian.